Führungsrolle im eigenen Team zu übernehmen ist ungleich schwerer, als erste Führungserfahrung in einem fremden Team oder gar in einem fremden Unternehmen zu erlangen. Aber es ist wesentlich wahrscheinlicher, dass Sie im eigenen Unternehmen von Ihrer Position zur Führungskraft aufsteigen, weil Sie die fachliche Kompetenz mitbringen, die Sie brauchen, um das Team zu führen. Wenn Sie also gerade vor der großen Herausforderung stehen, eine Führungsrolle im eigenen Team zu übernehmen, dann kann dieses Video sehr hilfreich für Sie sein, weil ich Ihnen sämtliche Herausforderungen aufzeige, die Ihnen begegnen werden und Ihnen Tipps gebe, wie Sie Fehler vermeiden, um den Führungsübergang vom Teammitglied zur Führungskraft des eigenen Teams leichter zu bewältigen. Der wichtigste Aspekt in Ihrer neuen Rolle ist, dass Sie sich dieser bewusst werden. Sie wechseln von der Arbeitnehmerseite auf die Arbeitgeberseite. Sie werden in Zukunft auch schwierige Gespräche führen müssen und brauchen den notwendigen Respekt, um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Aufgaben zu übertragen und Leistungen von ihnen einzufordern. Da in unserem neuen Führungsverständnis oder modernen Führungsverständnis Führungskräfte und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einander auf Augenhöhe begegnen, kann dieser Aspekt zur Herausforderung werden, weil es bedingt, dass sie sich auf mehreren Ebenen abgrenzen müssen. Die Abgrenzung auf der Sachebene ist deshalb wichtig, weil Sie mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit in der Vergangenheit eine Expertenrolle innehatten. In vielen Unternehmen wird diejenige Person zur Führungskraft gemacht, die die besten Leistungen im Team erbringt und deshalb natürlich auch die Expertenrolle innehat. Wenn Sie das aber tatsächlich machen, so werden Sie keine freien Ressourcen haben, um auch die Führungsrolle adäquat erledigen zu können. Deswegen ist es unbedingt notwendig, dass in einem umfassenden Ausmaß in alle Richtungen kommuniziert wird, dass Sie die neue Führungskraft sind und die Aufgaben, die Sie in der Vergangenheit erledigt haben, nicht mehr annehmen und auch nicht mehr erledigen werden. In einer idealen Welt übernimmt eine solche Kommunikation die übergeordnete Führungskraft. Oftmals ist es aber in der Praxis nicht der Fall. Wenn die übergeordnete Führungskraft diese Aufgabe nicht übernommen hat, dann müssen Sie das selbst erledigen. Sie müssen in alle Richtungen kommunizieren, dass Sie ab sofort die Aufgaben der Vergangenheit delegiert haben bzw. delegieren werden. Eine noch viel größere Herausforderung ist die Abgrenzung auf der menschlichen Ebene. Wenn Sie bis jetzt Teammitglied waren, dann haben Sie möglicherweise sogar Freundschaften geschlossen. Das könnte zu einem Problem werden. Und das haben all jene Personen, die von vornherein wussten, dass sie irgendwann eine Führungsrolle erlangen wollen, einen großen Vorteil, weil sich die von Anbeginn abgegrenzt haben. Die haben getrennt Berufliches vom Privaten. Beziehungsweise möglicherweise haben sie auch eine gewisse Distanz gewahrt, die nicht unbedingt bedeutet, dass sie auch Freundschaften vermeiden müssen. Aber die tun sich natürlich jetzt wesentlich leichter, diese Abgrenzung auch zu kommunizieren. Sollten Sie Freundschaften im Team geschlossen haben, dann empfehle ich Ihnen, dass Sie jetzt Gespräche mit diesen Leuten führen und Ihnen klar machen, dass die Beziehung auf der freundschaftlichen Ebene nicht ausschlaggebend sein darf für die zukünftige Zusammenarbeit als Führungskraft und Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Aus dem Vorgesagten ergeben sich jetzt einige Schritte oder Werkzeuge, die Sie wahrnehmen müssen, um diese Haltung auch gegenüber Ihren Mitarbeitern zu transferieren. Das Erste, was Sie unbedingt machen müssen, ist eine Antrittsrede zu halten. Wie schon erwähnt, ist es natürlich besonders geschickt, wenn die übergeordnete Führungskraft das tut. Damit wird auch wesentlich gezeigt, dass eine Veränderung stattfindet. Wenn weder Sie noch die Führungskraft eine Antrittsrede halten, dann schaut es für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so aus, als gäbe es keine große Veränderung, außer dass Ihr Name jetzt im Organigramm steht. Sinn und Zweck dieser Antrittsrede ist natürlich, dass Sie mit den Mitarbeitern vereinbaren, wie Sie sich die Zusammenarbeit in Zukunft vorstellen, und damit setzen Sie auch ein Signal dieser Neuerung und dieser Abgrenzung. Wie Sie eine solche Antrittsrede genau gestalten, inhaltlich, und welche Themen Sie dort erwähnen sollen, können Sie in diesem Video nachsehen. Wie erwähnt, ist besonders die Abgrenzung auf der Beziehungsebene eine bedeutsame. Und das ist jetzt nicht nur wichtig hinsichtlich jener Mitarbeiterinnen, mit denen Sie Freundschaften pflegen, sondern das ist besonders wichtig gegenüber dem ganzen Team. Sie müssen also kommunizieren, wie Sie in Zukunft mit diesen Freundschaften umgehen wollen, weil Sie können sich sicher sein, wenn Sie zu einer einzelnen Person oder vielleicht einigen wenigen im Team ein sehr freundschaftliches Verhältnis haben, dann stehen Sie natürlich unter Beobachtung, wie Sie mit diesen Personen zukünftig umgehen. Und dazu rate ich Ihnen, dass Sie das thematisieren. Sie nehmen damit den Leuten
schon ein bisschen den Wind aus den Segeln, befürchten zu müssen, dass jene Personen, mit denen Sie besonders freundschaftlich umgehen, dass die einen Vorteil gegenüber allen anderen haben. Wenn Sie das nicht tun, dann laufen Sie Gefahr, dass alle anderen Teammitglieder in dem Moment, wo sie mit jemandem, mit dem sie vorher eine Freundschaft gepflegt haben, kommunizieren, dass alle anderen glauben, dass dieser Mitarbeiter irgendetwas Vertrauliches erfahren hat. Und weil diese Mitarbeiter natürlich dann davon ausgehen, dass sie ungerecht behandelt werden oder dass andere Personen bevorzugt werden, ist es besonders wichtig, dass sie das Vertrauen zu allen Mitarbeitern gewinnen. Und in dem Moment, wo sie anfänglich schon alles thematisieren und die Teammitglieder begreifen, dass sie sich darüber Gedanken gemacht haben und dass ihnen bewusst ist, dass diese menschliche Abgrenzung jetzt stattfinden muss, in dem Moment haben sie auch eine vertrauensbildende Maßnahme gesetzt. Und wenn sie jetzt glauben, dass es ein Vorteil ist, aus dem eigenen Team zu kommen und die Führungsrolle einzunehmen, weil die Mitarbeiter ihnen vertrauen, so muss ich sie enttäuschen, denn das Gegenteil ist der Fall. Sie haben in der Vergangenheit nicht zu jedem Kollegen die gleiche Beziehung gehabt. Und so wie wir gerade besprochen haben, was Sie tun müssen hinsichtlich jener Personen, mit denen Sie Freundschaften gepflegt haben, so können natürlich andere Beziehungen bestehen, die möglicherweise gespannt sind. Sollten Sie in der Vergangenheit mit einem Kollegen oder mit einer Kollegin irgendwelche Spannungen gehabt haben, so ist es an der Zeit, dass Sie jetzt ein Vier-Augen-Gespräch führen und dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin die Sicherheit geben, dass diese Spannungen sich nicht auf die zukünftige Zusammenarbeit als Mitarbeiter und Führungskraft auswirken wird. Sie müssen natürlich auch damit rechnen, dass sich andere Kollegen oder Kolleginnen um die gleiche Stelle beworben haben und auch die Führungsrolle übernehmen wollten. Diese Personen stehen Ihnen möglicherweise mit Neid und Rivalität entgegen. Und bei denen stehen Sie ganz besonders auf dem Prüfstand, weil die natürlich darauf warten, dass Sie Fehler machen. Ihre bisherige Eigenschaft als Teammitglied kann natürlich jetzt auch mit sich bringen, dass Sie über Wissen verfügen, das normalerweise nur unter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besteht. Und dass die Kollegen jetzt Angst haben, dass sie dieses Wissen gegen Sie verwenden. Überlegen Sie daher sehr genau bezüglich jedes einzelnen Teammitglieds, welche Beziehung zu diesem Mitglied besteht. Und wie diese Person bzw. was diese Person jetzt hinsichtlich der neuen Situation denkt. Überlegen Sie sich im Vorfeld, wie Sie Ängste nehmen können und wie Sie Vertrauen zu den Leuten aufbauen. Ganz egal, ob Sie sich selbst um die Führungsposition beworben haben oder ob Sie von Ihrer Führungskraft dazu überredet wurden, in jedem Fall werden Sie Unsicherheiten verspüren, wenn Sie Ihre Rolle neu übernehmen. Und gerade deshalb sollten Sie sich natürlich besonders darauf vorbereiten, sich wirklich Zeit nehmen vor Ihrem ersten Arbeitstag und genau überlegen, welche Herausforderungen Ihnen im Einzelfall begegnen werden und planen Sie auch in einer zeitlichen Abfolge, welche Schritte Sie als erstes setzen müssen. Je besser Sie sich vorbereitet haben und je besser Sie diese ersten Schritte erledigen, umso eher wird es Ihnen gelingen, das notwendige Vertrauen und den Respekt Ihrer neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu erlangen. In jedem Fall wird sich aber erst nach einiger Zeit zeigen, wie einzelne Personen auf Sie reagieren. Und dabei ist es notwendig, dass Sie sehr genau zuhören und sehr, sehr viele Gespräche am Anfang führen, um zu erkennen, wo die einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stehen. Insbesondere dann, wenn Sie von vornherein mit Skepsis und Widerstand rechnen. Um Ihnen selbst auch diesen Übergang leichter zu machen, empfehle ich Ihnen übrigens, von Anbeginn regelmäßige Showfixes zu implementieren, auch wenn Sie bisher gewohnt waren, mit den Kollegen und Kolleginnen informell zu kommunizieren. Sie setzen damit ein Zeichen und ein Signal für Ihre neue Führung. Abgesehen davon hat natürlich ein solches offizielles Meeting den Sinn, ausreichend über Geschehnisse, die im obersten Management stattfinden, zu informieren. Und das ist mit Sicherheit auch ein Anspruch, den die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an Sie als neue Führung haben. Vergessen Sie auch nicht, dass es wichtig ist, besonders von Anfang an Mitarbeiter einzubinden und begehen Sie nicht den Fehler aus der eigenen Unsicherheit heraus, den Chef oder die Chefin heraushängen zu lassen und Entscheidungen alle allein treffen zu müssen. Die Mitarbeiter werden es begrüßen, wenn sie sich von Anbeginn in Entscheidungen einbinden und das ist jetzt ein Vorteil, wenn man aus dem eigenen Team in die Führungsrolle wächst. Man kennt die fachlichen Kompetenzen seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr genau und ist daher wesentlich schneller fähig, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter richtig für irgendwelche Aufgaben einzusetzen. Gänzlich neu für Sie wird die Erfahrung der Sandwich-Position sein. Was bedeutet das?
Ab sofort erhalten Sie mitunter auch sehr vertrauliche Informationen aus dem Management. Oftmals werden Sie in Überlegungen eingebunden werden, die noch nicht reif sind, um sie auch an die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter zu kommunizieren. Gleichzeitig besteht dort das Bedürfnis und auch das kommunizierte Verlangen, dass Sie Informationen, die aus dem obersten Management kommen, auch an Ihre Mitarbeiter weitergeben. Gleichzeitig bedeutet diese Position, dass Sie seitens der Mitarbeiterinnen, Ihren ehemaligen Kolleginnen nicht mehr in alle Gespräche und Informationsaustausch eingebunden werden. Auch das bringt es mit sich, wenn Sie ganz am Anfang die Entscheidung treffen, eine bewusste, natürliche Distanz zwischen Führungskraft und Mitarbeiter zu erreichen.